Der Entwurf zum neuen Islamgesetz wirft muslimischen Bürgern viele Fragen auf. Warum ein neues Islamgesetz? Will der Staat unseren Glauben bestimmen? Muss es denn ein Sondergesetz für Muslime geben? Kein Zwang im Glauben. Wie sieht das der Staat? Brauchen wir Muslime eine islamische Staatskirche? Will man den Islam loswerden? Nur weil ich jetzt für meine Rechte einstehe, sind wir jetzt radikal? Warum gibt es Sondergesetze nur für Muslime? Wird mein Moscheeverein aufgelöst? Sind wir kein gleichwertiger Teil der Gesellschaft? Warum werde ich anders behandelt? Bin ich nicht Bürger dieses Landes? Bin ich kein Teil von Österreich? Als vollwertiger Österreicher möchte ich mich fühlen. Wo beginnt und wo beendet die positive Grundhaltung zum Staat? Sind wir für die Regierung alle Staatsfeinde? Wieso muss ich für Dinge, die ein anderer zu verantworten hat, die Konsequenzen tragen? Sehe ich aus wie eine Terroristin? Sind wir für die Regierung alle Staatsfeinde? Stehen wir alle unter Verdacht? Werden Nicht-Muslime unsere Imame ausbilden? Dürfen wir keinen Kontakt mehr zu Muslimen weltweit haben? Sind wir kein Teil der Umma mehr? Islamophobie jetzt auch als Gesetz? Wir sind für eine offene, sachliche Diskussion. Religionsfreiheit für alle. Gerechtigkeit für alle. Wir sind für eine offene, sachliche Diskussion. Wir sind für ein allgemeines Religionsrecht für alle. Wir sind für eine offene, sachliche Diskussion. Wir sind für ein allgemeines Religionsrecht für alle. Wir sind für eine offene, sachliche Diskussion. Wir sind für ein allgemeines Religionsrecht für alle. Wir stehen für eine offene, sachliche Diskussion. Wir sind für allgemeines Religionsfreiheit für alle.